Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei unserem Krieg der Vergeltung Reloaded. Hier will tatsächlich ein Waldelf mit uns, wie es aussieht, eine Art Nichtangriffspakt. Den kann er vergessen. Das werden wir nicht tun. Denn wir landen jetzt gleich bei den Hochelfen an und ja, ich habe jetzt mal vor mal... Ach, ich habe 22.000 Gold angesammelt. Ich gebe ihnen Feuer. Ich habe jetzt natürlich vor... Nochmal eine Konföderation irgendwie jetzt hier herbeizuführen, sofern möglich. Oh, jetzt ist es wieder rot. Ihr wollt mich doch trollen, ey. Ihr wollt mich doch trollen. Dieses Spiel, ey. Dieses unfassbar unfaire und gemeine Spiel. Ah, seht ihr, das ist ganz, ganz knapp. Vielleicht kann ich Karakirn davon überzeugen. Das wäre genau das, was ich jetzt bräuchte. Oh Mann. Nein, ich will's ihnen geben. So rum. Ne, bleibt bei niedrig, wie ihr seht. Oh, es ist so knapp. Es ist so unfassbar knapp bei Karagnorn. Zufbar vielleicht? Ihr seht, was man da für absurde Mengen da reinklabastern muss. Und trotzdem interessiert es sie nicht die Bohne. Ready. Ja, bei klaren Angrund wird es noch weniger gehen. Ich wollte es nur mal gezeigt haben, ne? Da hast du 22.000 und kannst damit trotzdem nichts machen. So, der Kollege, warte mal, wer ist denn das? Der hier hat ein Level-Up. Wir werden uns den Spukwald jetzt hier schnappen. Ja, wir sind eigentlich ja gerade eben dabei, auch andere Gebiete zu erobern. Aber auch das hier muss sein. Bäm. Der Spukwald ist unser. So, New Masters Welcome. Sehr schön. Ja, ich behalte das sogar schon so, wie das jetzt hier ist. Ist mir sympathisch. Taktiker. Der Kollege hier kann auch ein Level-Up brauchen. Oh, nee, warte mal, extra Pulver. Hab ich übersehen beim letzten Mal wahrscheinlich schon. Ja, und wir gehen jetzt tatsächlich jetzt noch zum Splitterfelsen. Denn da müssen wir hin. Aber jetzt beginnt auch das hier. Oh, sie mögen uns jetzt schon gar nicht. Oh, oh, oh. Ja, wir erklären ihnen jetzt den Krieg. Es ist soweit, meine Damen und Herren. Wie viele von den Elfen sehen wir denn? Wir sehen insgesamt drei. Schon die Hauptfraktion. Lothorn ebenfalls. Ja, meine giftigen Worte heißen Krieg. Und sie heißen auch natürlich für Kotik. Nichts anderes als Krieg. Und last but not least, ja, auch für Lothorn läuft das jetzt hier nicht besser. At your service, I will grant you the respect due to an envoy, nothing more. Jetzt habe ich sogar Krieg mit Hex Waddle. Irgendwas ist ja immer, heißt es immer so schön, ne? Vengeful Riddlord. So, du landest jetzt hier mal. Yes, ne, warte mal, ich muss jetzt mal gucken, wie ich jetzt hier anlande. Also erstmal gehst du da. Du kommst da noch nicht ran. Komm da auch noch nicht ran. Unfassbar. Also ich habe es geschafft, an Land zu kommen, aber... lol, nein, das ist... Ich wollte mit ihm... Ach, das Spiel, ey, schon wieder. Das Spiel trollt mich so hart. Also wir können diese Runde noch nicht angreifen. Es geht aber noch nicht. Ich komme da ohne Witz noch nicht an Land mit allen Einheiten. Nicht mal marschierend, oder? Nee. Es ist zu eng hier. Einfach zu eng. Wir haben zu viele Zwerge, die da gerade eben dahin müssen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt hier marschiere, komme ich ein bisschen weiter. Und der Freund hier, der versucht dem jetzt hier wieder hinterher zu kommen. Der wird ihn auch früher oder später einholen, denn wir werden jetzt hier nochmal ein paar Einheiten rekrutieren. Da will ich gerade mal was gucken, ne? Ihr seht,
Es schon das Erklären des Krieges übrigens gegen die Hochelfen gilt als verräterischer Akt. Spannend, oder? Ist eine spannende Angelegenheit. Oder habe ich mit jemand anderem da vielleicht irgendwie einen Vertrag gehabt? Ich glaube nicht. Ich habe jetzt Krieg mit den Chevaliers de Lyonnais. Es besteht natürlich die Möglichkeit, dass ich mit denen einen Vertrag hatte. Das besteht natürlich. Ich bin mal gespannt, wie lange das anhält. Wir werden es ja sehen. Ich meine nämlich, dass das Erobern von hochelfischem Gebiet als verräterisch gilt, aber wir werden sehen, ob ich mich da verlesen habe, beziehungsweise mich irre. So, ja, komm, Einheiten angreifen. Ich kann den Jungen da mal so ein bisschen trainieren. Barak War kann abgegradet werden. Dann machen wir das auch. Damit brauche ich das hier nicht mehr. Ich kann aber das hier noch machen. Und Moment. Sieht es hier im Wald aus? Muss man ja auch im Auge behalten. Endlich. Sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Wir brauchen hier dringend eine Armee, die nach dem Rechten sorgt, ne? Oder schaut, besser gesagt. Jetzt bin ich auf die Reaktion der Elfen gespannt. Exoatlas extrem mächtig. Überrascht mich. Na, wir holen uns jetzt hier auf jeden Fall noch den Splitterfelsen. Dann können wir mal schauen, ob irgendwie da unten, wo sich normalerweise der Dingens, der Kirchens rumtreibt, also der Malus Darkblade, ob da nicht vielleicht eventuell auch noch irgendwas zu holen ist. Welcome, Knights of Britonia. Der beendet seinen Nicht-Angriffspakt mit mir. Habe ich vielleicht mit denen jetzt auch bald Ärger? Naja, wenn ich Glück habe, kann ich mit den Groll abgebrochen, okay. Mit den Rittern von Lyonnais eventuell vielleicht nochmal Frieden machen. So, schaffst du es jetzt hier irgendwie an Land oder nicht? Der kommt da echt nicht an Land, ey. Das ist nicht möglich für ihn. Dann machen wir das jetzt einfach ganz stumpf so. Keine Ahnung, wie diese Elfen 215 von uns killen konnten. Diese Bogenschützen müssen uns in der Dusche erwischt haben. Gehört, was der Elf gerade eben gesagt hat? Wir gehören hier nicht her, ne? Das ist so... Ich habe so den Verdacht, dass das halt letzten Endes heißt, dass wir jetzt hier immer wieder unsere verräterische Art... weiter jetzt hier so ein bisschen ausbauen. Ich mache ihn mal erbarmungslos, den Jungen hier. Denn da sind wir. Gezeichneter Veteran. Jeder Hitpoint zählt. Ja, und unser Weg wird uns jetzt natürlich schnurstracks nach Lothern führen. Ach, jetzt habe ich den Typen schon wieder... Also, aber Spiel, ey. Langsam aber sicher regt es mich auf. Diese Steuerung, ey. Ich verkack die gerade eben die ganze Zeit. Ich könnte aber auch erst Hohe Fresser nehmen. Oder ach komm, scheiß drauf. Wir gehen erstmal nach Lothern. So, was gibt's da drin? Ja, das brauchen wir nicht hier. Definitiv nicht. So, wir gehen. Soweit wir können. Ja, das ist gar kein Problem. Die Zwergenphalanx rückt jetzt hier vor. Der König ist halt noch ein bisschen im Hintertreffen, aber das macht ja nichts. Wir sehen, das ist alles für uns unbewohnbares Klima. Das heißt, wir können nichts ohne weiteres. Wir könnten einfach reinspringen. Wisst ihr, ich glaube, das ist einer der Gründe, warum es als verräterisch gilt, den Elfen den Krieg zu erklären. Weil Zwerge es extrem leicht haben, die Hochelfenverteidigung zu überwinden. Wir können einfach da hier unterirdisch vormarschieren und... Die Hochelfen können dagegen überhaupt nichts tun. Das sollten wir sogar beinahe ausnutzen. Einfach rüberspringen. Ja, jetzt habe ich hier vergessen, hier noch ein paar Moves zu machen. Das war natürlich jetzt ungünstig.
zu schnell die Turn beendet. Oh, guck mal, da kommt jetzt die erste Armee an. Da haben sie einen Streitwagenhelden, der irgendwie Handel verbessert. Wirkt auf mich gerade eben so ein bisschen so. Hier laufen auf jeden Fall noch die Echsen rum. Also wenn es nach mir geht, hole ich mir den Splitterfelsen. Ich will ja eigentlich auch diese Truppen hier endlich frei bekommen. Aber dafür muss man auch endlich diese dämlichen Clan Ashen-Skaven wegmachen. Und dämlich heißt das nicht, ich finde die doof, sondern ich finde die einfach gerade eben für mich in meiner jetzigen Kampagne doof, ne? Liebe Skaven-Spieler, bitte nicht beleidigt fühlen. Das ist auch ein bisschen Roleplay in der Situation, dass ich das natürlich nicht gut finde, dass die mir da gerade eben von Osten Druck machen. Die müssen weg. So, hier steht wieder mal beim Rippen gerade irgendwann eine Rebellion bevor. Erstmal ranmarschieren. Ich meine wirklich marschieren. So, und jetzt kann ich hier mal gucken, was da ist. Es werden natürlich... Oh, welche Überraschung. Es sind Skaven hier. Hat ja keiner kommen sehen. So, wir belagern das Ding jetzt hier einfach mal. Und das werden wir so weiterführen, bis es bei ihnen langsam aber sicher dann doch zu eng wird. So, wir regenerieren halt original gar nicht. Hallo? Dankeschön. Nein, ich möchte die Stadt anklicken. Jetzt endlich. Na, aber hallo? Jetzt. Momente der Empörung. Ich baue eine Verteidigung da rein. So, jetzt gucke ich mal. Oh, das könnte eine fette Nummer werden, meine Damen und Herren. Das könnte eine richtig, richtig krasse Nummer werden. Oh, der hat noch die falschen Truppen. LOL, die kämpfen mit den falschen Einheiten. Da. Kein Wunder, dass da irgendwas nicht so lief, wie es sollte. Der sollte die ja bloß nehmen zum Regenerieren. Ich, König der Failbobs, ich. Schnell ändern. Zack. Jetzt ist es so, wie es sein soll. Muss ich ihm eigentlich noch eine Einheit geben? Er hat mir momentan einfach noch eine zu wenig. Komm, ich gebe ihm jetzt noch die da. Die bewege ich jetzt noch dahin. Und kann sie, nein, nicht mit dem da austauschen. Ich will sie eigentlich mit dem König austauschen. Nur die Einheit rein. Und was nehme ich dafür raus? Schwierige Entscheidung. Ich könnte den hier rausnehmen. Ja. Dann hat er noch diesen Trainer jetzt hier noch mit dabei. Und du gehst noch dahinter. Es sind insgesamt ja 2,5 Hochelfenarmeen, die ich sehen kann. Vielleicht sind es sogar noch mehr. Das wird auf jeden Fall eine Nummer werden, ey, wenn hier die Schlacht entbrennt. Und du machst noch mehr Klingenschild. Du kannst einfach mal so weitermachen, gar nicht so angreifen. Hauptsache du levelst. Das ist die beste Möglichkeit, das zu tun. Ja, komm, dann sag ich jetzt einfach mal, kannst du hier schon mal was, ja, einen Rambock oder so bauen. Belagerung fortsetzen. Ach, hier gibt es eine Rebellion. Okay, ich glaube, das Gebäude brauche ich am wenigsten. Ich muss hier dringend ein Reflektorium bauen. Nicht Reflektorium, ein Refektorium. Wer ist denn das? Er ist das. Auch hier gibt es noch ein paar Dinge, die man tun kann. Wenn auch nicht. Ja, dafür baue ich das jetzt hier wiederum rein. Das hier behalte ich mal wegen der Runenschmied-Kapazität. Und jetzt habe ich sowieso keine Chance mehr, nachdem ich jetzt verräterisch geworden bin, dass mir irgendjemand mal wieder was abkauft, was, ne? Das kann ich jetzt, glaube ich, getrost vergessen. Komme ich mal auch noch Axtfürst aus dem hier.
Ja, ist halt die Verlässlichkeit sehr gering und ich hoffe, dass sie halt irgendwann wieder antwortet. Das Lustige ist, dass ich als Elf den Zwergen den Krieg erklären darf, oder? Oder darf ich das auch nicht? Es ist mir ein Rätsel. So, was tun die? Die stellen sich jetzt hier erstmal bei Lothan auf. Der geht, also so wie das jetzt hier momentan sich ja alles bewegt, ist Lothan ziemlich gefipst jetzt. Die eine Armee, die da draußen jetzt Truppen baut, die werde ich einfach nur wegfespern, weil ich Lothan jetzt hier gleich einfach belagern werde. Die haben sich hier, glaube ich, in den Hinterhalt gestellt. Tja, wenn Lothan fällt, ist im Grunde eigentlich schon der Kopf der Schlange halb ab. Dann habe ich sogar noch hier diesen Lothan Seehafen. Der kommt mir natürlich auch gelegen. Ja, gucke mal an, da kommen sie von hinten. Also wir sehen schon, so einfach wird das nicht. Da sind eine Menge Hochelfen unterwegs. Bin selber gespannt, ob wir das hinbekommen. Aber das Buch des Grolfs verlangt es einfach. So, was ist hier los? Die hat ein Level Up. Das ist nicht sympathisch. Mehr Anforderungen. Groll verzeichnet. Ja, Düsterberg. Siedlung ausgeraubt. Ivres. Rippengrat. Groll abgebrochen. Weniger Unterhalt für unsere Artillerie. Das spart uns eine Menge Geld, wie wir gerade eben gesehen haben. Ja, lass uns hier erstmal Stück für Stück vorgehen. Okay. Was ist das hier? Jede Menge Schwertmeister, ein paar Schwertmeister. Wir werden jetzt erstmal dahingehend Lothan belagern. Belagern. So. Dann rückt er jetzt nach. Jagt die erstmal weg. Was für sie aber natürlich jetzt hier in einem größeren Problem mündet. Geh doch da hin, Junge. So fett bist du auch nicht. Ja, die können alle sogar noch mitmachen. Das ist keine Schlacht, das ist ein Schlachten. Trotzdem haben die anscheinend. Ja, okay, wir haben 21 verloren. Das ist nichts. So, Lehrling des Runenschmiedes. Samen der Wiedergeburt, bla bla bla, jede Menge Gedöns. Wir können auch noch ein paar Items bauen, stellen wir gerade eben auf. Wir haben wieder eine ganze Menge an Zeug. Jetzt kurz bevor wir Lothan angreifen, würde sich das eigentlich anbieten. Noch mehr Kampftraining muss natürlich auch sein. Groß und Grün, gegen Grün heute, gegen Vampire, ja, gegen Norska. Ist halt schade, dass man halt da nicht ein bisschen mehr Freiheit hat, ne? Würde es begrüßen. Ah, tödlicher Ansturm soll es werden. Jetzt muss ich mal schauen, wie viel. Der hat Alariks Rüstung. Hammer des Eisen, aber der hat noch keinen guten Talisman. Dann bauen wir doch mal einen Talisman. Was haben wir denn da Episches? Die Angkorkette. Oder den Ring des Grimnir. Machten das Ding. Oh, Führerschaft, mehr Nahkampfangriff, Waffenstärke. Aber das finde ich auch nicht schlecht. Ach, das Ding habe ich schon gebaut. Ich mache mal die Ankorkette. So, Ankorkette gebaut. Ansonsten müssen wir sie mal wieder ein bisschen sparen. Jetzt bekommt er hier tatsächlich die Ankorkette. Darf sich geehrt fühlen. So, und jetzt schaue ich mal da drüben noch hin. Oh, da warten sie aber alle gerade eben fleißig, ne? Alle wollen sie mitmachen. Ich bin mal so kackendreist und berechne das einfach. Sind zwar eine Menge, ganze Menge Zwergenkrieger jetzt hier gestorben, aber haben wir sie vernichtet? Ne, wir haben sie noch nicht vernichtet. Da existieren also noch welche von denen.
Dann müssen wir die halt auch noch irgendwie bezwingen. So, Splitterfels ist unser. Hat auch gleich schon von Anfang an hier eine Festhalle, was ich äußerst gut finde. Baue ich noch das da rein. Das braucht hier niemand. Dann baue ich noch das da rein. Das kann man hier behalten. Ich habe keine Ahnung, wo die sich sonst noch so rumtreiben, aber es könnte auch hier sein. Ja, du machst einfach mal weiter. Gar nicht so angreifen. Wieder Level up. Machen wir dich mal zum Spezialisten, da wird das alles ein bisschen günstiger. Das mache ich schon 12.000 plus. Ich kann jetzt die Nachladezeit der Artillerie reduzieren. Das finde ich eigentlich eine gute Idee. Ja, und hier mache ich nichts. Das nehmen die mir sowieso weg. Was wir uns jetzt holen werden, Leute, in der nächsten Folge. Ah, sehr geil, sehr geil, sehr geil. Das ist tatsächlich Lothar. In dieser Folge schaffen wir das natürlich leider nicht mehr. Ihr seht, ich bin hier gerade eben hier noch ganz massiv am Hin und Her organisieren von diesem und jenem. Diverses XP, Stufenaufstiegen und Gedöns. Und wie viel brauche ich denn da, um das jetzt machen zu dürfen? Eins, zwei, drei. Ach, eins zu wenig. Jetzt wird es wahrscheinlich gehen. Jetzt kann ich hier über global nochmal ein paar normale Zwergenkrieger hier rekrutieren. Denn die haben wir ja alle so richtig schön gerade eben ins Jenseits befördert. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. So. Und jetzt gibt's nur noch die Schlacht um Lothar. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Schöne Zeit, ne? Tschüss und Ade.